Moin, was geht ab, ihr Lümmels? Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Emu Tarkov. In ein paar Sekunden starten wir nochmal einen Run auf Customs, denn wir haben immer noch den Auftrag, insgesamt 25 Scavs zu legen, was jetzt also nur noch 10 heißt, denn in der letzten Folge haben wir ja richtig gut rasiert, hauptsächlich mit unserer Mosin. Und mit genau dieser Mosin müssen wir auf jeden Fall noch einen Frag machen an einen Scav. Und das Problem ist, wir haben 4.31 Uhr, also in-game. Und ich habe ja nur bis 5 Uhr Zeit. Das heißt, im Prinzip muss ich mich jetzt ganz fix, richtig fix hochhealen und dann einen Scav versuchen zu holen. Und wir werden uns auf jeden Fall mal angucken, bevor ich mich jetzt anfange zu healen, was unser Vitality-Wert sagt. Denn ich habe jetzt im Hideout ganz fix den Generator angeschmissen und will mal gucken. Wir kriegen auf jeden Fall 41,6% mehr physischen Skill-Bonus. Also Wert auf unsere Physis. Also ihr wisst doch, was ich meine, auf das Level-Up. Und ja, deswegen lasst uns erstmal fix einmal auf Tab holzen, dann fix hochhealen und währenddessen vielleicht schon mal ins Scav-Area laufen. Wenn alles cool läuft, dann spawnen wir sowieso hinten bei Storage bzw. Customs, weil da auf jeden Fall immer irgendwo Scavs eigentlich rumlaufen. Ansonsten muss ich mir ganz fix einen suchen und den halt wegholzen. Deswegen, ja, mal gucken. Es muss halt auch von der Uhrzeit her komplett passen. Jetzt hoffe ich, dass nicht einfach spontan jetzt plötzlich kurz vor 5 ist. Aber wir gehen jetzt mal nicht davon aus. Aber das steht ja Gott sei Dank fix links unten. So, komm, spawn, Alter. Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. Hä? Seht ihr mal. Da steht jetzt 2.53 Uhr. Wahnsinn. Also habe ich doch easy Zeit. Also 18,2 sagt unser Wert jetzt. Lasst uns mal anfangen. Oh, guck mal, ich sehe ja jetzt schon die ganzen Bonuspunkte da unten. Ja, ist gut. Hör auf zu jammern. Jetzt müsste eigentlich entweder der Bauch dran sein oder das rechte Bein. Na, ja, erst der Bauch. Jetzt die beiden Beine und dann kommt der Stomach noch. Der Thorax. Kann ich mich nicht ganz hochhealen? Doch, das passt doch. So. Zack. Sind wir hochgehealt. Skills. Haben wir da nicht gerade auch schon? Keine Ahnung. Egal. Ach scheiße, jetzt habe ich sogar noch die Pistole dabei. So dringend hatte ich es zu wechseln hier. Gut. Lass mich mal eben fix durchladen. In der Zeit können wir mal langsam hier hingehen, denn das hier vorne müsste die Gas Station sein. Ja, genau, hier vorne ist die Gas Station. Geile Meile. Können wir auf jeden Fall gleich dann am Ende der Folge ordentlich XP machen, denn die Maske, diese Respirator, die habe ich immer noch nicht abgegeben, weil es müsste ja schnell gehen. Deswegen habe ich da noch gar nichts gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Und ja. Okay, sehen tue ich da jetzt erstmal nichts. Heißt aber definitiv nichts. Weil Schüsse höre ich nämlich. Und zwar nicht gerade wenig. Ich muss ganz dick auf meinen Schädel aufpassen. Dich kriege ich schon, du Eumel. Brauchst du nicht glauben, dass du mir davon kommst.
Erstmal muss ich aber auch was snacken. So, und jetzt hole ich euch. Meine kleinen Freunde. Охуенно сейчас поживимся. Easy, du Kick-Kick-Kick. Können wir jetzt auf die Keller wechseln? Genau, so machst du es richtig. Du musst nicht hingucken. Sein Lebensmotto ist auch, wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Ja, hier suche ich jetzt ganz bestimmt nicht jede einzelne Tür durch. Oh, lol. Das war mir auch neu. Okay. Die 5. Guten Tag, einmal die 5 bitte zum Mitnehmen. Crossroads und Trailer Park. Das wundert mich jetzt überhaupt nicht. Hallo?
Ich sag einfach hello again. You need to be worried about Bear. Idiot! Sag einfach hello again. Da 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 da. Die hätte ich schon ganz gerne. Dann schmeiß ich mal die hier weg. Hast du vielleicht noch Magazine für mich? Das finde ich ja voll nett von dir. Was nur? Zwei Stück? Oh, oh, oh. Schöne Granate. Schöne Granate. Dankeschön. Sehr nett von dir. Sehr nett von dir. So. Gut, das finde ich jetzt ein bisschen doof. Jetzt hätte ich die M1 wieder doch mitnehmen können, ne? Voll dumm. Ist ja voll dumm, ey. Was soll denn das? Miep. Boop. Ja, und doch, ich hab da eine MPX dabei. Können Sie vielleicht gebrauchen? So, dann lass uns doch mal Directo Mecto zu Dingens gehen. Zu Dorms. Und dann da noch ein paar Bots fraggen. Entschuldigung, ich hab das wieder vergessen. Entschuldigung, ich wollte nicht drücken. Es tut mir doch leid. Ich hab doch gar nichts getan. Haben wir eigentlich jemals schon in diesem Format mit der MPX gespielt? Also ich weiß, dass ich früher in dem normalen Spiel mal mit der MPX gespielt habe. Da habe ich mir ein Setup fertig gemacht. Bin dann auf Factory rein, weil ich im Aiming besser werden wollte. Und habe dann da rumgeholzt, bis mir schwarz vor Augen wurde. Natürlich Spaß, ne? Aber ihr wisst doch, was ich meine. Und habe da versucht, ein bisschen die ganzen Scavs, die da gespawnt sind, wegzuholzen. Die hat sich gut gespielt, muss ich sagen. Sag einfach hello again. La 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 la. Ich weiß gar nicht, was ich mit 100 Doc-Tags machen soll, außer verkaufen. To be honest. Was soll ich mit den ganzen Doc-Tags tun? Das Problem ist, wir dürfen jetzt halt nicht so viel kassieren, ne? Wenn wir jetzt hier auf Bots treffen. Weil ich habe nur noch 3 E-Fuck-Punkte. E-Fuck, E-Fuck. Schade, dass man die Apex von Therapist nicht kaufen kann. Kann man, glaube ich, nur auf entweder finden oder halt auf dem Flea-Market kaufen. Aber auf dem Flea-Market sind die halt meistens schon gebraucht. Und nicht mehr neu. Wir können auf jeden Fall mal ganz fix ein Auge werfen. Das haben wir fertig. 8 Scavs brauchen wir noch. Scavs! Ich bin's! Euer Freund und Executor. Scavs!
Skeps. Erstmal ein Skeppchen. Oh. Die scheiß Karre ist auch schon weg. Alter. Hier hat auf jeden Fall jemand Bock gehabt, ey. MP5, the kiff. Alter, der Dude hat auf jeden Fall Massengrab hier veranstaltet. Hallo. All clear. Nein. Heißt das, sind hier gerade welche gespawnt? Das passiert nämlich auch sehr gerne, so plötzlich. Dann steht nämlich spontan so ein Skeff vor dir. Oh, die ist bestimmt voll geil, ey. Aber die ist so groß. Er hat groß gesagt. Oh Mann. Sag einfach Logan. Da 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 da. Immer noch 8. Skips! Skips? Oh. Skips. Skavrinos. Wo seid ihr? Hallo? Niemand zu Hause? Also Jungs, ich warte jetzt nicht 8 Jahre, bis wieder Leute von euch spawnen, ne? Entweder ihr kommt jetzt freiwillig. Oder ich gehe. Oh, sieht wohl danach aus, dass ich gehe.
40er Magazin. Das ist nicht kompatibel, ne? Naja. Achso. Naja, gut, dann bin ich mal weg, Jungs. Wenn ihr hier ja nicht zum Spielen kommen wollt. Finde ich schade, ich dachte, wir sind Freunde. Aber okay. Ich werde mir das nur merken. Nennt man das den Schlangenspot. Einfach auf dem Boden kriechen. So, Richtung meines Exits ist noch einer. Korrigiere, sind zwei, weil auf irgendjemand musste ja schießen, außer der Dude ist natürlich hobbylos. Nachtraids sind so viel entspannter, Leute. It's unbelievable. Unbelievable. Das ist... Ja, bei Construction. Und zwar ist das ein Save-Call, wie wir das in Fachkreisen nennen. Ich hab dich gesehen, du mich aber nicht. Denn du bist ein Blindfisch. Der Dude ist einfach weggelaufen, ne? Drama! Ja, das war halt. Ich möchte nichts von Ihnen. Bitte gehen Sie. Das Boot ist nicht da, ne? Ich sag einfach das Boot again. Doch, das ist da. Boot fahren. Boot fahren, Freunde. Wir gehen jetzt Boot fahren. Und dabei werden wir blind. Blind schön ins Feuer legen. Schön ins Feuer legen. Und schreien. EP located. Extraction point located. Please shoot here. Please hit my head. Ja, nice, würde ich sagen. An der Stelle. 6000 XP wieder. 1, 2, 3 Skills. So, muss ich mir fix aufschreiben. 1, 2, 3, damit ich auch immer einen Überblick darüber habe. 7 fehlen, also jetzt noch. Aber das werde ich auf jeden Fall euch nicht antun. Das werde ich dann genauso wie das andere Ding einfach offline machen. Also off-air, Entschuldigung, ich sage mal offline. So, oh, 14 HP, zu wenig. Ganz schlimm. Gut, dann werden wir uns jetzt noch fix ein bisschen XP abholen. Dann stehen wir nämlich kurz vor Level 35. Und dann denke ich mir ehrlich gesagt, in der nächsten Folge, da werden wir dann mal wirklich auf Resolve gehen. Und da ein bisschen rumhampeln. Und ja. Ich weiß ehrlich gesagt immer noch nicht, wofür die Propantanks sind. Ob das einfach irgendwelche Dinger sind, die ich für die Produktion von irgendwas nutzen kann. Keine Ahnung. Aber es kommt auf jeden Fall in unsere Lucky Scav Box. Der ganze Plunder, den verkaufe ich ja, habe ich ja gesagt. Also, sage ich jetzt. Lass uns mich mal eben... Ja, das MRS würde ich aber schon gerne behalten.
Das Flashlight werde ich auch mal behalten. Der Rest kann verkauft werden. Das Scope, das Scope. Ah, komm, ich verkauf's einfach. Das wiederum behalte ich. Das wird verkauft. Das wird abgegeben. Das werde ich behalten. Auf jeden Fall werde ich das behalten. Das hier werde ich behalten. Ja, habt ihr ja gesehen. Ansonsten, die werde ich verkaufen. Und die kommt hier unten hin. Mit der werde ich dann auch mal spielen irgendwann. Allerdings dann nicht mit diesen kleinen Bums-Magazin, sondern dann mit richtigen. Ach ne, echt? Hä? Warte, willst du mir erzählen? Hätte mich jetzt auch gewundert, Alter, wenn das gegangen wäre. Das wäre ein absolutes Unding gewesen. So, ganz fix, aber da seht ihr mal, wenn man einmal Ordnung haben möchte, dann braucht man halt ein bisschen. Kommt, dann können wir es auch richtig machen, ne? Zock, zock, zock. So, dann kommt nämlich das Dingen dahin. Ihr könnt in den Rucksack rein. Das wollten wir ja verkaufen. Das Ding geben wir ab. So, Dealer. Fangen wir an bei Prepper. Tasks. Dann brauchen wir jetzt noch 2 Granaten davon. Skier. Saugeil. Dann haben wir nämlich die Task auch fertig. Wie braucht der eigentlich noch? Oh, guck mal. Dann werden wir den Skier auch jetzt kurz vorm Maximum haben. Mechanic. Der Kenneck. Rackman? Ach nee, nicht Rackman. Das war der Jute. Der Jute Jäger. Bei dem war die Task, ja. Ah, ich habe immer natürlich noch auf die Bösen geschossen. Hallo? Was denkst du bitte von mir? Skill 5 Scav Snipers. Ha! Lul! Das ist ja easy. Also ich weiß zumindest, wo ich viele von denen kriegen kann. Natürlich einfach bei Shoreline ab zur Gas Station. So, Level 35. Das heißt, Leute, das heißt, wir können... Oh, hier ist gleich kein Platz mehr drin, das weiß ich jetzt schon. Ja, genau jetzt ist der Punkt nämlich erreicht. Achso, kann ich nicht hier mit sortieren. Das heißt, jetzt ist auch der gute Skier auf höchstem Level. Oh, wir können hier auch noch neue Sachen freischalten. Der sollte jetzt mal aufhören, andauernd auf Level 2 zurückzusetzen. Da haben wir ein schönes, großes Magazin für die Saiga. Ah, cool. Jetzt kann ich auch inzwischen dann einfach diese Fuels auch direkt bei ihm kaufen. Stand da gerade Nerf Gun? Nerf Gun. Alles klar. Da ist er, der Jute Skier. Gucken wir ganz kurz. Ja gut, das wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Wollte ich ehrlich gesagt gucken, was der so Neues in petto hat. Gar nichts. Krass, Alter, der ist ja richtig heftig, der Dude, ey. Jetzt müssen wir hier eine neue Task haben, die wir annehmen können. Weil eigentlich sollte hier mit Level 35 eine neue Task kommen. Gesehen tue ich davon aber ehrlich gesagt jetzt nicht. Aber ja, ist egal. Gut, dann werden wir jetzt an der Stelle die Folge beenden. Also mit wir meine ich ich. Und dann werden wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wiedersehen. Und dann, ja, dann gehen wir auf Reserve. Dann werden wir da mal ein bisschen rumglotzen, was wir da holen können.
Aber ich glaube, erstmal werde ich jetzt versuchen, auf Shoreline den letzten Dude mit der Saiga zu holen und dann auch mit der Mosin den Sniper-Scaff da oben zu killen. Ja, gut. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, haut rein. Cheerio.